Jedes Pferd ist von Natur aus befähigt, die schwersten Lektionen auszuführen, wenn wir sie korrekt darauf hinführen. Die Grundübungen für ein junges Pferd sind Schritt, Halt am Hufschlag. Der nächste Schritt wäre dann, dass ich dem Pferd die Gerte zeige und berühre das Pferd ganz langsam an der Krupp, ganz vorsichtig. Und wenn das Pferd so reagiert wie jetzt, dass es das Bein, das ich gerade berühre, hebt, ganz leicht, ja, ohne auszuschlagen, dann habe ich schon mal viel gewonnen. Essentiell für einen Kapzum ist, dass das Naseneisen zweimal gebrochen ist und dass es gut gepolstert ist. Bei manchen Pferden, ja, ist es so, dass sie, wenn ich etwas tiefer touchiere, dass sie da besser reagieren. Wir in Wien touchieren nie an der Krupp. Wenn das Pferd noch kleine Fehler macht, ist es wichtig, konsequent und ruhig weiterzuarbeiten, um dem Pferd Sicherheit zu geben und ihm den richtigen Weg zu zeigen. Das Ziel der klassischen Reitkunst ist ja, dass wir die Pferde schöner machen und sie so lange wie möglich gesund erhalten.